Ja, hallo zusammen zur zur Freitagfolge von Grim Dawn, Reign of Terror. Wir sind hier irgendwie in so einem Art Tempel oder whatever unterwegs. Teilweise ganz schöne Monsterhorden, aber bisher alles relativ entspannt. Ab und zu kriegst du mal einen verpasst, aber das ist schon okay. Hey, Arschlecker. So wie jetzt gerade eben. Kannst du dich mal heilen? Heilung? Danke. Ja, das ist die Freitagsfolge. Ich nehme sie auch auf dem Mittwoch auf. Wie gesagt, ich hatte am Wochenende nicht genug aufgenommen. Aber jetzt eben die Titan Quest Folgen aufgenommen. Jetzt nehme ich die beiden Grim Dawn Folgen auf und dann kann ich den Tag für mich genießen und kann zocken, worauf ich Lust habe. Das klingt jetzt falsch. Also halt für mich alleine zocken, ohne dabei zu reden. Kopfhörer auf, Kopf aus und ein bisschen zocken. Ich weiß noch nicht was, aber ich habe genug an Games, die ich zocken kann, so ist das nicht. Ich habe schon überlegt, also runtergeladen habe ich es gerade. Phoenix Rising, älteres Open-World-Spiel von Ubisoft, wollte ich mir immer mal angucken, ist jetzt im Game Pass drin. Ich glaube, das wird es auch gleich. Heute Abend noch Podcast aufnehmen. Und dann war es der erste Tag Urlaub ist dann schon dran. Weil ich der Meinung bin, dass wir hier schon mal lang gelaufen sind. Hey Freunde. Irgendwas Großes bewegt sich hier. Ich weiß schon nicht genau, was da auf uns zukommt. Das hört sich recht groß an. Weiter. Mal gucken.
So, da geht's auch nicht weiter. Kann es ja nur da weitergehen eigentlich, oder sehe ich das falsch? Das ist auch echt wieder riesig. Ich denke nicht, dass es da weitergeht, aber da könnte auch sonst noch was sein. Schauen wir es mal hier. Schauen wir da auf jeden Fall Gegner. Aber auch nicht weiter. Blöd. So, wo können wir dann noch gucken? Da unten könnte es noch weitergehen. Aber glaube ich auch nicht so richtig dran. Aber gut, das ist erstmal eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Hallo, Freunde. Aha, da müssen wir hin, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Super, war ja klar, dass es mal wieder ausgehen würde. Seht einfach zu, dass ihr Leine gewinnt. Leine zieht. Whatever. Einfach, dass ihr Distanz zwischen euch und mir bringt. Boss? Ja. Wundert mich schon, warum der Hund nicht stirbt. Na, wird's bald? Nicht? Aha. Nö, das will er nicht. Find er doof. Dann ist das so. Okay, dann gehen wir mal hier weiter rüber. Okay, Kilatat oder wie auch immer. Und das ist ein Minion. Ein schnelles, totes Minion. Geht mir vom Acker, Freunde. Ernsthaft. Du bist also der nette Kilatat oder whatever. Wir räumen erstmal das Gesocks drumherum weg. Weil das nervt so ein bisschen. So, und jetzt kümmern wir uns wieder um ihn hier.
Okay, ist mein Zauberer weg? Ich will auch keine Idee. Ich will meinen Zauberer wieder. Ah, ich kann aber ganz gut was einstecken. Das ist mal safe. Jetzt nicht noch irgendwas super gefährliches rausholt, bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir ihn schlagen werden. Ja, haben wir geschafft, würde ich sagen. Damit haben wir die Quest auch noch ad acta geführt in dieser Woche. Dann müssen wir wohl zu Madame zurück, würde ich behaupten. Nachdem wir ja alles, was hier so rumliegt, mitgenommen haben, weil hier nichts Besonderes liegt. Ist hier noch eine Kiste oder so? Da ist eine. Stand ein bisschen blöd im Winkel, war aber auch jetzt nichts Tolles drin. Ist halt wie es ist. Ach Freunde, echt jetzt nicht. Ich habe gerade euren Boss alle gemacht. Da müsst ihr doch mal akzeptieren, dass ich eindeutig der Bessere bin. Ja, ich glaube, wir können wieder weg hier. Würde ich mal so behaupten. L wie Lump oder Jump. Und wir springen zurück ins Hauptlager, oder? Und gucken mal, ob sie jetzt zufrieden ist mit unserer Arbeit. Sieht so aus. Ja. By magically inscribing your name onto. Okay. Toll, two-handed. Interessiert mich nicht wirklich. Also irgendwas auf unser. Yes. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Weil sie sagte ja, sie will irgendwie unseren Namen auf irgendein Item draufschreiben. Hat sie so gesagt. Aber okay, Lien, da werde ich mich beim nächsten Mal mit auseinandersetzen. Ich mir gerade die Frage stelle, eine Shotgun super. Das ist das Zweihandschwert, macht 915 Damage mehr, als wir jetzt machen. Allerdings, nee. Macht noch Eisblast dazu, macht aber Lightning Damage. Fuck you, echt, ist doch alles nicht wahr. Aber unseren Namen hat sie meines Erachtens nach nicht auf irgendein Item geschrieben, nämlich eine Axt. Was, das ist die Squad of Division. Warte mal. War hier nicht noch irgendwo? Nee, doch nicht, ich dachte. Ja, keine Ahnung. Frage ich ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Gut.
dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Bis nächste Woche dann. Tschüss.